Wir haben gerade für euch das Duoton Jaime SLS getestet und jetzt haben wir parallel dazu halt den genauen Vergleich zum normalen Jaime. Ein identisches Board in Shape und Ausstattung. Unterschied ist hier nur das Laminat. Hier wird mit Glasfaserlaminaten und Kohlefaser im Unterwasserschiff gearbeitet. Dabei erhöht sich das Gewicht gegenüber dem Jaime SLS um 100 Gramm. Und wie sich die 400 Euro Differenz im Verkaufspreis auswirken, zeigen wir euch jetzt. Da die Form, wie schon erwähnt, im Verhältnis zum Jaime SLS absolut identisch ist, haben wir hier ebenfalls Angleitleistung auf wirklich sehr hohem Niveau. Was allerdings auffällt, ist, dass die Flexabstimmung hier ist durchgehend mittelhart. Das ist nicht so stark unterschiedlich von Tipp und Mitte und unter den Bindungen. Dementsprechend merkt man hier eine etwas geringere Dynamik bei der Beschleunigung. Im Vergleich zu Mitbewerbern mit einer ähnlichen Bauweise ist hier das Gefühl allerdings immer noch sportlich. Für die auch hier guten bis sehr guten Amwind-Eigenschaften zeichnet sich die Form des Boards und die Struktur im Unterwasserschiff aus. Das natürlich auch in Kombination mit den Finnen. Hier geht es halt absolut spurtreu zu, ohne dass man das Gefühl hätte, man würde auf Schienen fahren. Das Board bleibt auch hier hundertprozentig stets beweglich und lebendig und agil. Zum Switchen des Boards brauchen wir einen mittleren Kraftaufwand. Insgesamt ist auch hier das Board mittellos abgestimmt. Wie gesagt, es ist nicht ganz so fein wie das SLS von den einzelnen Bereichen, aber die grundsätzliche sportliche Tendenz und auch diese extreme Drehfreude sind hier zu 100% auch im normalen Jaime enthalten. Ein ebenso erwähnenswerter Punkt wie die wirklich fantastische Drehfreude des Jaime ist die Kontrolle des Brettes. Diese Übergänge von dem Griff, Kante, Finne, der spielerische Moment mit sofortigem Übergang in optimale Fahrleistung, der ist halt wirklich sehr, sehr gut getroffen und der ist auch beim normalen Jaime zu 100% zu spüren. Normalerweise stellen wir bei der Dämpfung, also Laufruhe, bei den Glasboards insgesamt meistens mehr Laufruhe fest. Das ist genau hier der Punkt, worum es wahrscheinlich auch bei dem SLS-Konzept geht. Wir haben hier bei beiden Boards die gleich gute Laufruhe und gleich gute Dämpfung. Bei dem normalen Jaime ist sie einfach Bestandteil der Grundkonstruktion und beim SLS hat man noch mehr in die feine Zusammensetzung der einzelnen Konstruktionskomponenten gesetzt, um hier das gleiche Ergebnis erzielen zu können. Schauen wir auf die Sprungeigenschaften im eingehakten Zustand, so haben wir beim normalen Jaime ein extrem hohes Leistungspotenzial, so wie es auch schon in den Jahren zuvor der Fall gewesen ist. Wenn man jetzt auf ganz hohem Niveau klagen möchte, dann hat man einen klitzekleinen Tick Unterschied, was die Bissigkeit und Aggressivität beim Einkantvorgang angeht, gegenüber dem SLS, wo das noch ein klein wenig giftiger erscheint. In puncto Landung, was wiederum unter den Bereich der Kontrolle und der Dämpfung fällt, können wir da wirklich keinen nennenswerten Unterschied zwischen den beiden Modellen feststellen. Das ist eine sofortige, sichere und saubere Führung beim ersten Kontakt, aber auch ein völlig ausreichendes Maß an Korrigierbarkeit. Sehr einfach zu handhaben, aber doch sportlich. Das Jaime und das auch Jaime SLS ist beides von Duoton ausgewiesen als Schlaufenbrett konstruiert. Das heißt allerdings nicht, dass hier der reine Freestyle-Bereich ausgehakt zu kurz kommen soll. Das tut er nämlich auch beim normalen Jaime nicht. Wir haben ein gutes bis sehr gutes Maß an Pop bei diesem Board. Man merkt, hier ist nicht ganz so viel Response dabei
wie beim SLS, also die Federwirkung des Brettes ist nicht ganz so extrem. Es ist fest genug abgestimmt, dass man selbst bei einem Körpergewicht von 85 Kilo und auch einer hier nur getesteten Länge von 1,36 wirklich sehr schöne Leistungen abrufen kann. Das dürfte wohl jedermann und jeder Frau zufriedenstellen. Ja, wir sind voll des Lobes, was das Reimer angeht und das in beiden Varianten. Auch wenn hier eine große preisliche Differenz besteht von 400 Euro und man ab 699 Euro beim normalen Reimer einsteigt, ist es wirklich wahrscheinlich auch diese Konzeption, die sich Duoton ausgedacht hat. Dieses Modell ist sehr, sehr schwer zu verbessern. Man hat halt hier einfach probiert, von den technisch möglichen Komponenten, Faserrichtung, Faserart, die man verwendet, dass man da, wenn man sich für das SLS entscheidet, nochmal eine winzige Nuance, Sportlichkeit, Spritzigkeit und gefühlte Agilität rausholen kann. Das sind aber wirklich Nuancen und die betreffen nicht das Grundkonzept des Boards, das verändert sich hier nicht. Die Fahrleistungen sind beim normalen Reimer wirklich unglaublich hoch und auch im Vergleich zu den Mitbewerbern gehört dieses Modell hier ganz oben in die Weihnachtswunschliste.